Volles Haus und Aufbruchstimmung beim AfD-Stammtisch in Hannover. Mit Landeschef Ansgar Schledde, unserem Bundestagsabgeordneten Dirk Brandes sowie den Gästen Martin Vinzenz und Maximilian Krah. Islamterroristen, Messermänner, Vergewaltiger, jeder, der sich strafbar macht, muss raus. Und zwar sofort, ohne Diskussion. Dieser Mensch, der dort auf andere losgegangen ist, hätte längst nicht mehr in Deutschland sein dürfen. Er war ausreisepflichtig. Und Sie wissen, meine Damen und Herren, ein geübter Segler kann auch gegen den Wind segeln und kommt voran. Das Problem ist aber, wir haben eine Regierung, die kann auch nicht mal mit dem Wind segeln. Das ist die Herausforderung. Es war ein großartiger Abend. Wir bedanken uns bei allen Gästen, den zahlreichen Helfern und der niedersächsischen Polizei, die uns leider vor gewalttätigen Linksextremisten schützen musste. 21 Beamte wurden dabei verletzt. Ihnen wünschen wir alles Gute.